Zeit für Witz vom Olli. Ja, Obacht! Es ist Gründonnerstag, es ist Zeit für gute Laune, es ist Zeit für Witz vom Olli. Was habe ich mir für heute überlegt? Es gibt natürlich viele, es gibt ja also Flachwitze, wie zum Beispiel, warum darf ein Herzkranker kein Cola und kein Bier trinken, weil er sonst kollabiert. Was bekommt man, wenn man Bier und Wasser mischt? Eins in die Fresse. Aber ich habe mir, weil Ostern vor der Tür steht, habe ich mir einen rausgesucht aus meiner Historie, den ich super gut finde. Und zwar, die Fuchsmutter verschwindet jeden Tag zum Jagen und die Fuchsbabys sind zu Hause. Der Fuchsvater ist, also die Fuchsmutter ist alleinerziehend. Beziehungsweise der Vater ist auf Montage, so rum. Und jedes Mal, wenn die Fuchsmutter aus dem Bau geht und die drei kleine Junge vor dem Bau spielen, kommt ein Has vorbei mit rote Hosenträger und wenn der die Junge sieht, sagt er, seid eurer Mutter, wenn ihr vorbeikommt und sie ist da, dann verpasse er einen. Dann gibt's Langholz für Erwachsene, dann gibt's Tango Horizontal für Fortgeschrittene. Und die Kinder erzählen das abends der Mutter und sagen, du Mama, heute Morgen war ein Has da mit rote Hosenträger und er hat gesagt, wenn er dich verwischt, dann gibt's Tango Horizontal für Fortgeschrittene. Und sie denkt, das kann ja nicht wahr sein. Nächsten Tag genau das Gleiche. Und am Wochenende kommt der Vater heim von der Montage und sie erzählt ihm das. Dann sagt er zu seiner Fuchsfrau, du, jetzt machst du einfach eins. Du, wenn du am Montag wieder aus dem Haus gehst und Kinder spielen, dann drehst du nach 3 Minuten rum und kommst zurück und wartest, bis der da ist. Ja, ja, und sie macht es genauso, wie der Papa es gesagt hat und sie geht fort und versteckt sich und der Has kommt. Und er schnallt dann der Hosenträger und sagt zu den Kindern, habt ihr eure Mutter ausgerichtet? Langholz, Tango Horizontal. Und in dem Augenblick stäubt sie aus dem Gebüsch und der Has ab. Rennt wie ein Has. Und Richtung Bundesstraße. Und unter der Bundesstraße geht so ein kleines Rohr durch. Er in das Rohr rein, hin und wieder raus, die Füchsin hinterher und bleibt in dem Rohr gleich am Anfang stecken. Der Has geht über die Bundesstraße zurück, steht hinter die Füchsin, schnallt dann seine Hosenträger und sagt zu ihr, du, ich hab zwar keine Lust, aber ich hab seine Kinder versprochen. Ich hab zwar keine Lust, aber ich hab seine Kinder versprochen. Sei gay, Tango Horizontal. Man sollte natürlich schon aufpassen, wenn man die Tür aufmacht, fährt der Bildschirm ein. Sei gay. Der Meisterling hat zwar keine Lust, aber er hat seine Kinder versprochen. Ja, und jetzt kommt noch mein Versprecher. Heute Abend in Backnang werde ich richtig aufräumen. Es gibt unglaublich viele Witze. Es gibt Geschichten aus meinem Leben. Deshalb die kommen und die schon da waren, die werden mir beipflichten und dann sage, Olli, der kann was. In diesem Sinne wünsche ich euch ein schöner Karfreitag, ein schöner Ostersamstag. Am Ostersonntag gibt's wieder was Neues von mir. Und deshalb, bleibe gesund, werde gesund, verliere niemals den Humor, sonst wird's wieder ernst. Und am anderen Ende war der Olli und Meisterling! Obacht! Segi kommt!